Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Krieg mal wieder einen Anruf. Im Fernsehen zeigen Sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieße es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich hoffe, ihr hört jetzt meine Klimaanlage nicht. Die ist ein bisschen lauter. Aber es ist so heiß in meinem Zimmer und... So, dann geht's jetzt einfach mal weiter. Zum Verbrecherkonvoi. Ich habe mir ja meinen Granatwerfer hier geholt. Nicht mein Problem. Der müsste mit dabei sein. Nein, hier unten, da ist er. Aber mach schnell, ich brauch deinen Kopf im Spiel. Der wunderschöne Granatwerfer. Meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jack? Geht es meinem Baby gut? Verdammt. Er ist sicher. Oh Gott. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich hab Angst, Hayden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne den hier. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis habe. Oh ja, das war schon wieder. Ui. Was ist denn? Ein bisschen falsch, glaube ich mal. Oh, das ist ganz schön kaputt. Nee, noch nicht. Kann ich die mit F ausschalten? Nee. Was schade. Soll das denn? Ja. Okay. Oh, Motorrad. Was? Voll hier mitten im Nichts? Also von der. Oh Gott. Lol. Und der bremst aber gut. So, mit meinem Granatwerfer an die Macht. Wenn der Klapp diesen Bombenbastler anheuert, dann planen sie irgendwas Schmutziges. Ich werde verhindern, dass es soweit kommt. Oh verdammt, sind schon hier. Oh. Muss ich mal ein bisschen vorfahren, damit ich den auch gut treffe. Ich will das ja beim ersten Mal schaffen. Und zum Beispiel hier. Raus, 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 runter. Der hat eine Kanone. Oh Gott, nein! Wie die Autos da vorne erscheinen. Ist natürlich jetzt ein bisschen... Hey. Kurz warten, warten, warten. Und weg. Geil.
Schickt mal ein paar Jungs hier raus. Nix da. Ist klar. Ich lasse ihn nicht vorbei. Mann. Geh mal weg. Geh weg. Oh! Sie müssen sie ja mich eigentlich nicht mehr finden. Dürften sie nicht. Ist das laut? Wow! Bam! Kritischer Treffer! Geil! So, dann mach ich mal Fokusboost hoch. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen was mit mit Granaten zu machen. Hier sterbe ich doch schon welche runter. Ah, hier. So, gestern habe ich mal so aus Jux beim YouTube geguckt. Da gab da schon, ich glaube, einige, die es durchgespielt haben, aber die haben das schon am 27., also am Tag, wo es rauskam, hochgeladen gehabt und fertig gespielt. Und sowas nenne ich kein Spiel, das nenne ich einfach nur Erster sein und was weiß ich. Das finde ich kein Spielspaß, das ist doof. Die haben auch nur die Hauptmission gemacht und das war's für die. Aber okay. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay. Ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Gut. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen.
Ah, das ging jetzt schnell. Wer bist du denn? Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fruit. Okay, ich könnte auch einfach rüberschwimmen, aber mit der Brücke ist es. Jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. DedSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker reicht. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Ah, okay, da ist er. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS heißt es, konnte die Polizei das Gebiet. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Hab ich doch jetzt schon die ganze Zeit. Sehr viel Technik für so einen Ort. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen die mich mitspielen. Hat denn eine Pokerrunde? Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Fruer finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Oh, verdammt. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Okay. Geh, steig ein. Tschüss, Kalara. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Oh. Du bist alleine hier, oder? Oh Gott. Nitro! Gib Stoff, mein Junster! Mach Gas! Nix ist. Dreckiger Hurensohn. Boah, der drückt aber wie Sau. Okay. Oh, fuck. Ich wollte doch den scheiß Granatwerfer haben. Was war das denn jetzt? Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Fruer finde. Ich sammle ihn jetzt auf.